los mit euch? Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel ade und alles, was stört, wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang, und kommt unser Entführer, so wenn garde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Skyrim. So, haben wir uns mal wieder noch ein schönes Liedchen angehört. Schön im, ja, ist relativ. Kommt ihr nicht davon? Sorry. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Wirklich? Ja. Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht. Einen Drachen habe ich gesehen. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Naja, der Jarl. Wegen mir. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Hm. Er vergeudet seine Zeit. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgnar gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendahl sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Richtig. Hier. Ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendahl. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Aha. Erzählt Feendahl von Svens Brief. Erstmal gucken, wer Feendahl war. An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Lucan im Flusswald-Handelskontor. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Jo. Ihr braucht etwas? Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Hä? Habt ihr Bier oder Met? Nö. Wein. Bis zum nächsten Mal. Oh, wegen mir. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Das stimmt, er ist entkommen. Wir haben Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Es explodiert. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht... Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Ja, Essen und Zutaten brauche ich nicht. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Kopfgeld. Gehe ich da nicht eh schon hin? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Hier in Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendahl und Sven werben beide um Camillas Gunst. Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem.
Ja. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Sial einem ein paar Sachen beibringt. So. Bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir doch mal, ja. Spinnenei. Ja, herstellen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Skever. Knochenmehl und Spinnenei. Distel und Salz. Klappt nicht. Naja. Gut. Jo. Ein paar Tränke haben wir zusammen gebastelt. Denke ich. Da ich aus Versehen eh schon irgend so ein Tablett geklaut habe, gehe ich mal lieber wieder. War doch keine Absicht. Mensch, Mensch, Mensch. So, und ich sollte jetzt entweder dem oder der Bescheid sagen, dass die ja der gegeneinander intrigieren. Stump. Wuff, wuff. Kann ich den Brief lesen? Ging das? Ich weiß, ich habe euch zu Hause so manchen Besuch abgestattet und wenn wir einander auch sehr nahe stehen, so muss ich euch doch bitten, alle Sehnsüchte, die ihr für mich empfinden möget, beiseite zu schieben. Ich bin ein echter Sohn Wallenwalds und würde meine Blutlinie niemals beschmutzen, indem ich eine kaiserliche umwerbe. Ich hoffe, dass wir wahre Freunde bleiben können, sofern ihr wisst, welcher Platz eurem Volk im Altmeribund gebührt und mich als solchen respektiert. Herzlichst, Fendal. Jo. Ich glaube, das wird dir nicht so gefallen, oder? Wobei, es ist ein Elf. Ich bin eigentlich dafür, den Nord zu helfen. Eigentlich. Ja, mal gucken, was der spricht. Die schlafen jetzt natürlich alle. Was haben wir denn hier noch auf der Map? Da ist der Jarl. Helgen ist kaputt. Ja, dann gehe ich doch jetzt mal hier zu diesen Ödstutz-Hügelgrab, solange es noch dunkel ist. Gab das nicht immer auch... Ich bild mir ein, es gab irgendwas zum Sprinten. Springen, Sprinten, alt. Ja. Dachte doch, man konnte doch irgendwie rennen in dem Spiel. Na, wir doch so einfache Sachen manchmal irgendwie doch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ach, niedliches kleines Dörfchen. Bin ich ja überhaupt richtig? So. Noch mehr? Gucken wir mal. Ja, die Richtung müsste eigentlich stimmen. So,
So, mal schnell, schnell speichern. Man darf ja nicht vergessen, wir spielen doch die auf ein bisschen einer höheren Schwierigkeit. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ups. Ja, könnte schon passen. Na, laufen wir mal weiter. Irgendwo werden wir schon ankommen oder sterben. Freund oder Feind? Was bist du? Freund oder Feind? Bandit. Du spielst schon mal nicht mehr mit. Stahl. Fell. Das ist schlechter wie meins, bestimmt. Der Bogenschütze muss erstmal weg. Objekte, Essen, Zaubertränke. Und tschüss. Ich glaube, das ist besser. Hätten wir uns jetzt wahrscheinlich gar nicht kaufen brauchen, diesen Eisenhelm. Jagdbogen. Pfeile. So, jetzt muss ich mich doch mal schnell ausrüsten. Langbogen. Ja, auf jeden Fall besser. Eisenschwert, Eisendolch. Gewicht 21, 9, 9, 10. Ist aber eine Zweihand, oder? Ja, bestimmt. Ja, das ist eine Zweihand. Also eher nicht. Ich bleib auf dem Schwertchen. Und das Schild. 12, 12, 24, 22. No, gewechselt. Helm sowieso. Rüstung. Und die Stiefel. Na, schaut doch schon mal schick aus, wie wir hier rumlaufen. Ist hier noch mehr von eurer Sorte? Wow. Fast heruntergeflogen. Ganzer Haufen Äpfel, Essen. Gold. Gold braucht man immer. So. Da ist das Ding schon mal leergeräumt. Dann kann es ja weitergehen. Ist das ein Sauwetter hier? Pfui. Ah, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt Sturzhügelgrab, genau.
Mal gucken, wie viele Banditen sich hier verstecken. Ah, erstmal ein bisschen Schleichen verbessern, genau. Wo sind sie denn? Ah, hier. Haben sie mich schon entdeckt? Bin ich einfach noch zu schlecht? So, ja, Rest kannst du behalten. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Elf. Oder bist du ein Ork? Pfeile nehmen wir doch natürlich mit. Es ist noch ein Bogenschütze da hinten. Guck, guck. Ah. Das gibt bestimmt Kopfschmerzen. Pfeile mitnehmen. Pfeile kosten nichts an Gewicht. So, und wo ist jetzt hier der Eingang? Hier oben. Na, bestimmt schaut mir so aus. Ödsturz, Hügelgrab, Tempel. So. Der erste Bandit hat schon mal das Zeitliche gesegnet. War jetzt auch nicht schwer. Ha, hab euch. Nehmen wir alles mit. Skiger. Weiß nicht, was das sein soll. Eine Mutation aus Ratte und Hund oder... Den wollten sie wohl opfern. Amethyst. Beschlagene Rüstung. Ah. Die schaut auf jeden Fall nicht schlecht aus. Beschlagene Rüstung. Rüstung 25, Gewicht 6. Die behalte ich an. Auf jeden Fall. Die ist fast so gut wie die Eisenrüstung, wiegt nur ein Drittel. So, Eisenpanzer, Handschuhe. Ja, warum nicht? So. Da hatte ich nämlich noch gar keine. Hier schaut schon wieder nach Spinnen aus. Pfui. Jo, nehmen wir alles mit. Da steht doch leer, warum guckst du denn rein?
auch nichts. Noch mehr tote Ratten. Ich nenne sie jetzt einfach Ratten. Ganz schön leer hier unten. Haben die das alles schon geplündert, oder wie? Naja, Emma, mach mal. Der wäre so auch gestorben durch die Fallen. So. Gut, dann stehen wir hier vor einem kleinen Rätselchen. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was uns in dieser Grabkammer da Schönes erwartet. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da und bis zur nächsten Folge Skyrim. Macht's gut!